Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge The Witcher Wild Hunt. Wir machen jetzt mal ein bisschen Sightseeing wieder und natürlich auf dem Weg zu Triss ein paar Fragezeichen offenlegen. Und ich möchte gerne in diese Burg hier rein und darüber kommen. Und ich denke, ich schwimme jetzt einfach. Ich versuche, dass es klappt. So wie ich mir das vorstelle. Dass wir auch von unten da irgendwie hochkommen. Ort der Macht. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Jetzt kommt da was. Ach, das sind die da oben. Okay. Komme ich da hoch jetzt? Das wäre natürlich mega, aber... Ja, jetzt sind wir da. Ach geil, guck mal. Und jetzt? Oh nein. Da unten geht's auch nirgends rein, oder? Hätte er sein können, irgendwie unter Wasser. Nee. Wie kommen wir da runter? Kommen wir hier hoch? Doch mal, das kannst du jetzt nicht tun. Warum? Nicht planschen. Du sollst springen. Hier hoch. Jetzt komm schon. Was tust du da? Jetzt machen wir uns wahrscheinlich so viel Mühe. Und dann kommen wir da gar nicht hoch. So wie jetzt zum Beispiel. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ja, ja. Das funktioniert nicht, wie ich mir das vorstelle. Gibt es da keinen Hebel oder irgendwas? Sind das die, die sich da spiegeln? Nee. Na gut, dann machen wir einfach jetzt weiter. Ja.
irgendwie komme ich da schon noch mal hoch. Und warum ist hier einfach nur so ein Stein? Mann, das nervt mich ja jetzt. Jetzt werde ich gleich angegriffen im Wasser. Nö, gar nicht mal. Na gut, dann machen wir mal weiter. Ich möchte euch damit auch nicht länger belästigen. Und zwar müssen wir zur Triss hier hoch. Wo war's? Hier. Und deswegen werden wir mal da lang gehen. Taverne am Scheideweg. Beziehungsweise wir werden jetzt wahrscheinlich mal ein bisschen schnell reisen. Das könnten wir ja nicht machen. Aber dann müssen wir jetzt wieder hoch. Aber ich glaube, es geht schneller, als wenn wir durch die Gegend tatschen. Na? Da kommst du doch hoch. Wer ist? Bitte, wollte ich gerade sagen. Wo müssen wir denn hin? Was? Was habe ich mir jetzt aufgehetzt? Ah. Okay. Ich glaube, das ist irgendwo ein Nest. Hallo? Ich sehe halt gar nichts. Sarah! Ich habe einen Busch vor den Augen. Oh, zackeli zack, zackeli zack. Der nächste bitte. Oh. Kommen Sie. Ja, wunderbar. Ja. So. Können wir bestimmt alles gebrauchen. Ach, hier ist auch so ein Schnellreiseding. Ich muss mal noch mal ganz kurz gucken. Futterplatz. Ich denke fast, wir haben da noch gar nicht alles geguckt. Ich würde gerne mal hoch. Aber ich weiß nicht wie. Kommt man denn da überhaupt hoch? Bestimmt interessant da oben. So viel Blut.
deines Mutter gehen. Ich glaube, da kommen wir gar nicht hoch. Immer dieses Rumstrabanzen. Von einem zum nächsten. Hier ist auch wieder ein Wildschwein. Ja, es geht ja easy. Wir rotten einfach mal alles aus, was uns entgegenkommt. Ist auch nicht schlecht. Eine Truhe. Holzeiswürfel. Ja, schön. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Vielleicht gehe ich doch zu Fuß und reise nicht, wenn wir schon jetzt auf dem Weg sind, gell? Aber ich glaube, dass wir echt noch viel erkunden können oder beziehungsweise finden oder sonstiges, wenn wir ein bisschen unterwegs sind, nicht so viel schnell reisen. Ich mache das natürlich dann nicht die ganze Zeit, weil das ist ja auch total fad und langweilig. Aber sonst hätten wir vielleicht das hier alles nicht gefunden. Waren wir hier schon mal? Ach so. Ja, waren wir. Jo, wer fällt ein? Das Spiel ist so groß. Das ist echt der Hammer. Es ist wunderschön, aber auch sehr, sehr groß. Und da läuft man schon bis da mal in der Weltgeschichte mal an, gell? Mein Schwert einstecken. Cookies. Ach so, und eigentlich könnten wir mal, wenn wir irgendwo vorbeikommen, mal unser Schwert reparieren. Ich bin schon gespannt, was Triss von uns möchte oder beziehungsweise wir von Triss. Aber ich glaube, das dauert noch so ein, zwei Folgen, denke ich mal, bis wir zu ihr kommen. Weil wir das jetzt mal ganz entspannt angehen. So, wer seid ihr? Früher kamen am Markttag Wagen mit köstlichem Fett beladen an. Schon von den kranken Schwarzen gehört, die nach Temerien geschickt werden? So, das erste Zielabschnitt, den ersten Zielabschnitt erreicht. Jetzt werden wir uns hierher begeben und dann da hoch und dann da. Das werden wir noch alles anschauen. Und oh, so viel, so viel. Aber je mehr wir uns anschauen, desto schneller haben wir die ganzen Reisepunkte. Und dann können wir nämlich wirklich schauen, von A nach B immer reisen. Das ist schon, glaube ich, ganz, ganz gut. Dann geht's auch schneller. Aber ich will euch ja auch ein bisschen was von dem Spiel zeigen. Das heißt, ein bisschen. Ja. Ein bisschen rumhatschen. Oh, schau mal, hier ist auch was. Kenn ich schon, oder? Ja.
kennen wir. Wieder ein Wildhund. Oder mehr davon. Jetzt auch nicht alle töten, nur die mich angreifen. Oh, guck mal, hey, Zeltplatz. Dreckiger Bastard. Hey ho! Let's go! Ja, ist doch super. Gehärtetes Leder. Eine Tabakpfeife. Rauchen gefährdet die Gesundheit. Hey ho! Let's go! Oh, ich bin überlastet. Ach, deswegen gehe ich so wie zu. Was machen wir denn da? Oh Scheiße. Was verkaufen wir eigentlich am besten? Aber ich denke, hier ist. Ich müsste zur Taverne gehen. Ich gehe jetzt erst zur Taverne und dann. Genau. Und dann werde ich ein bisschen was verkaufen. Und dann können wir wieder zurück und nochmal neue einsammeln. Weil wir müssen eh in die Richtung. Ha, ist ja praktisch. Mit Plötze geht das. Plötze kann uns auch überlastet tragen. Das freut einen doch. Damals in Novigrad. Hallo Leute. Du hast doch keinen Fuß aus dem Dorf gesetzt. Mein Vater hat mich mal mitgenommen. Er wollte dich bestimmt an einen Bettler verkaufen. Was ist mit den Minen, die er die Mädels aus Bella gebracht hat? Ich habe gehört, da hätte eine Echse ihr Nest gebaut. In diese Löcher würde ich nicht für Geld und gute Worte kriegen. Kannst du mir was abkaufen, mein Lieber? Hm, sei gegrüßt. Etwas zu trinken wäre recht. Zeig mal, was du hast. Ah ja, ein bisschen. Oh nein. Bisschen hat er was? Aber nicht so viel. Das wird sie alles nicht so. Nga, nga, nga. 59. Ah, der nimmt der nix, der nimmt der nix. Ah, das können wir. Ah, ja. Ja, wenigstens ein bisschen. Danke, leb wohl. War da noch mal irgendeiner, dem ich was verkaufen konnte? Ich glaube, dir geht's immer so gut, ha? Dingsbiederich. Na? Also ich glaube, da ist nichts. Ich habe gehört, man kann von den Männern des Barons was zu essen kriegen.
Ach, plötzlich stand auf der anderen Seite. Da war was. Plötzgen. So. Wieder zurück. Ein bisschen was können wir jetzt aufnehmen. Dann geht's weiter zum nächsten Hinweis. Jetzt wählen wir mal aus. Das kann ja nicht so schwer sein. Kavalleriehandschuhe. Ups. -6. Kann ich. Komm, die schmeißen wir wieder weg. Brauchen wir nicht. Jagerhosen. Kann die mehr wie meine? Nein. Schmeiß mal weg. Knüppel brauchen wir auch nicht. Nee. Dann werden wir jetzt mal weitergehen. Zum nächsten Fragezeichen. Und ich schätze, da hinten ist dann auch wieder ein kleiner, eine kleine Ortschaft oder so. Oder ein Dorf oder sonstiges, wo wir wieder was verkaufen können oder vielleicht wieder neue Leute kennenlernen. Auf dem Weg neuer Erkenntnisse. Zu viel. Zu viel Erkenntnisse. Dass überhaupt noch Leute leben, das wundert mich. Falsche genommen. Das falsche Schwert. Oh. Das ist doch ganz schön. Nicht ohne, wa? Jetzt kommt die wieder. Pass auf, ich meditiere mal schnell. Eine Stunde? Oder fast? Das hat die mich echt fast kaputt gemacht. Das geht ja gar nicht. Du Doofe, du. Schmach dich alle. Komm schon mal näher. Sumpfschwulle. Nein! Warum kann die nicht so? Das gibt's doch gar nicht. Warum ist die so stark? Oder ich zu schwach? Liegt es an meinem kaputten Schwert?
Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall nicht sehr nett. Halt auf, nein, ich wollte eigentlich gar nicht. Kann ich das? Ich dachte. Nee. Ich dachte, ich kann mit dem auch reparieren. Von Rüstungen? Achso, von Rüstungen. Charaktere. Oh, ich habe wieder einen Punkt zu vergeben. Glossa. Schauen wir mal, vielleicht. Ich habe hier ja doch einiges. Hunde der wilden Jagd. Wasserweiber. Ist doch noch eigentlich ein Wasserweib, oder? Ich mach die jetzt kaputt. Hallo Soldat, du könntest mir auch helfen da hinten. Du Sumpfschrulle, du. Ich könnte die eigentlich von Anfang an schon ein bisschen mit meiner Armbrust auch machen, ja? Oh, schau mal, wie stark die ist. Das kann doch gar nicht sein. Das ist irgendwas ganz kurios. Macht das doch Schaden oder nicht? Na komm schon. Boah, die hält ja echt ganz krass was aus. Versuche die so jetzt ein bisschen runterzuholen. Von ihrem hohen Ross. Alter. Hilft doch nicht. Tu mir mal essen, mein Schätzlein. Bis dir wieder besser geht. Wo ist er jetzt? Da. Treff die gar nicht. Verwalter.
glaube, dass da hinten bestimmt jemand den weghaben wollte. Das kann ja nicht an dem Schatz liegen, oder? Ich mach dich alle. Es dauert zwar ein bisschen, aber ich mach dich alle. Bist du meine liebe Sumpfschrille? Komm schon! Das gibt's doch jetzt nicht. Bin ich zu doof, um die da kaputt zu machen? Oder wie sehe ich das jetzt? Hüpf halt weg, mein Gott. Wie doof du. Ach, machst du jetzt, nimmst du jetzt gar kein Schwert mehr her? Das wird so knapp, das wird so knapp. Du könntest mir auch hinterherlaufen, dann würden mir die anderen vielleicht helfen. Kann das sein? Nee, hilft nichts da. Die Haut drauf, das gibt's doch nicht. Ich muss mich jetzt konzentrieren, ich kann jetzt gerade nicht so viel reden.
brauche Vitalität. Aufgehauen. Was für eine Vitalität. Oh, 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 oh. Oh, ist das spannend. Also wenn es so auch geht, dann mache ich das so, aber irgendwann habe ich wahrscheinlich keine 42. Das dauert ewig. In den Rücken geschossen. Im Hintern geschossen. Rücken, Hintern, Kopf. Schon mal 42, was die aushält. Vielleicht könnte ich auch einfach nur eine Bombe mal rein, gell? So, jetzt gehe ich mal nochmal nach vorne. Ah, Feuerschein kann ich auch machen. Hätten wir auch fast schon früher haben können, wenn ich mal mehr Feuerschein gemacht hätte. Juhu, juhu. So ein Wasservibe. Gleich speichern. So. Jetzt bin ich wahrscheinlich wieder viel zu schwer. Nee, gar nicht mal. Echt? Oh, schau mal. Das nehmen wir doch. Oder wir nehmen das. Noch besser. Das ist doch wunderbar. Angriffskraft plus 2. Rüstung ist es, gell? Kleine. Ich mach jetzt mal die da, weil wir können ja das eigentlich auch mal alles ein bisschen. Ausrüstung haben wir jetzt eigentlich nicht mehr. Mach mir die noch. Jo. Weiter geht's. Schauen wir mal, was uns hier wartet. Schon von der Freiheitbrigade gehört? Deinesgleichen hat dort gegeben. Was macht ihr hier? Nix. Oder was? Nein, steht es einfach nur rum, oder was? Boah, die war jetzt so schwer. Das ist doch unfassbar eigentlich. Das kann doch gar nicht sein. Oder ich habe irgendwas falsch gemacht. Kann auch sein. Kriegsbeute. Oh, schau mal. Das heißt, können wir tauchen, oder was? Scheiße. Ich wollte eigentlich nichts essen, ich wollte
da hinten schwimmt was. Ist da sonst noch was? Nur, glaube ich, außer Unterwasser so hier. Genau. Schauen wir mal. Kriegsbeute. Ah, oh, und schon wieder zu schwer. Aber ich schmeiß das jetzt einfach mal weg, das ist eh kaputt. Stufe 16, das schmeiß ich jetzt auch mal weg. Schön, dass wir gerade die Rüstung. Ach, naja. Wir haben hier ja noch eine Glyphe, aber jetzt warte ich noch mal ganz kurz. Es kann natürlich sein, dass wir dann irgendwann noch mal eine kriegen. Wobei. Nee. Ich heb die andere für eine bessere Rüstung auf noch. Irgendwann wird ja schon wohl noch eine kommen. Laufe. Oh, schon 8:10. Was ist denn hier alles? Hallo Pferde. Das hat so ausgeschaut, so, schau mal. Ich glaube, da spinnt die Grafik ein bisschen. Das hat 2 Köpfe und das hintere hat 3 Köpfe. Ah, wie geil ist das denn? Was ist denn da los? Und du, mein Lieber, möchtest mich wahrscheinlich jetzt auch gleich angreifen. Oh, der hat nur Totenkopf. Nee, ich möchte dich nicht angreifen. Ich lauf weg. Weg da. Ich möchte das doch dann doch nicht. Ich glaube, ich möchte jetzt zu Triss. Oh, ein Bandit. Zielt auf seine Augen. Warum? Weil die so wunderschön sind. Jetzt bist du dran. Was macht ihr denn da eigentlich mitten in der Pampa draußen? Außer sterben. Sorry, aber ich kann nicht alles mitnehmen von euch. Strickleiter, warum hast du eine Strickleiter dabei? Das braucht kein Mensch. Jetzt muss ich schon wieder da hoch. Jetzt muss ich mich mal ganz kurz orientieren. Was kommt denn da? Armer Troll. Möchte wissen, ob das ein Hexer ist.
Möchtest du wissen, was? Jetzt kämpfst du mich. Nee, greifst du mich an? Hallo! Endlich Ruhe. Menschling hier, sehr gut. Grünsuppe fast fertig. Was hast du im Topf? Suppe mit Leiche, altes Trollenrezept, sehr gut. Schnecken, Frösche, Totenköpfe, Stinkekräuter. Und eine Nekro, viel Aroma. Du tust Neckar in die Suppe? Sind die deswegen so sauer? Nur einen Nekro. Nimm zwei und Suppe schmeckt nicht. Nekros kommen viel vorbei, aber ich rufe sie nicht. Naja, du hast einen von ihnen in den Topf getan. Kein Wunder, dass sie etwas verstimmt sind. Wollen auch in Suppe? Neidisch wohl. Nein, es geht eher um... Jetzt viele hier. Viele für Suppe. Für einen Topf vielleicht. Gut, wenn sie faulen. Mehr Saft. Für dich, freundlicher Mann, Geschenk. Freundlicher Mann. Da finde ich auch was für mir. Mit Boris haben wir geredet. Also. Was denn, Mensch? Interessant reden. Oh, das. So, jetzt bin ich wieder zu schwer. Oder? Nee, gar nicht mal. Der Boris. Boris. Der Boris also. Na ja, super. Was haben wir denn hier noch? Ja, wir müssen da hoch. Wir werden jetzt einfach übersetzen. Und zwar hierher. Und dann werden wir uns auf den Weg zur Triss begeben. Weil hilft ja alles nichts. Wir müssen ja weitermachen. Und das machen wir in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.